Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stellaris Flucht nach vorn mit mir, eurem Heiko. Heute, verdammt, jetzt. Moment. Geht doch. Okay, jetzt funktioniert wieder alles. Ja, heute ohne Kamerabild, weil das dauert mir jetzt alles zu lange, das einzurichten. Und das muss dann halt erstmal irgendwie so gehen für ein, zwei Folgen. Ja, gut. Erstmal müssen wir herausfinden, wo waren wir jetzt eigentlich stecken geblieben. Also, wir haben unsere Generaldirektorin Satayesh Kaderi. Wir sind immer noch autoritär und materialistisch, aber wir hatten die Überlegung, dass wir das eventuell ändern könnten. So, weil die Zustimmung, wir brauchen die Unterstützung beim Volk, ist am größten für die Xeno Compassion League. Und die Wissenschaftler. Also keine Säuberung, multikulturelle Gesellschaft, alle Flüchtlinge willkommen. Wir brauchen integrierte Enklaven und müssen Föderalismus machen. Ich denke. Ich denke, das sind die Xenophilen hier. Wenn wir das jetzt. Können wir das promoten? Fraktion fördern, fördert die Richtlinien und Werte von Xeno Compassion League. Dies wird ihre Ethik für unsere Bevölkerung attraktiver machen, solange sie aktiv ist. Das machen wir mal. Und die Progress, solide Liquidität, Friedenserhaltung und Gewaltlosigkeit. Ich weiß nicht, die scheinen mir eher hier auf dem Wohlstand ausgerichtet zu sein, aber wir wollen die Wissenschaftler weiter fördern. So. Okay. Reich hat autoritäre Regierungs. Wie konnte man jetzt das nochmal ändern? Dass man die so weit pusht, dass die ihr Ethik des Reichs irgendwie geändert wird. Aha. Gesinnungsattraktivität, okay. Okay. Weiß gar nicht mehr, macht man das hier irgendwo bei den Erlassen? Bildungskampagne. Ja. Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir hier das weiter fördern. Gab es irgendwas, wo wir uns hin ausbreiten wollten? Hier, schauen wir mal. Expansionsplaner. Wir haben Mars, könnten wir theoretisch terraformieren. Und Antares 3. Okay, gucken wir mal, ob wir das schon können hier. Im Sol-System den Mars. Können wir, haben wir bloß nicht genug Geld. Wir könnten das jetzt zu einer Wüstenwelt machen. Wir brauchen aber eine kontinentale Welt. Das heißt, wir brauchen mehr Geld. Das ist aber kein Problem. Da können wir einfach ein paar von den Mineralien verkaufen und schon reicht das. Schon terraformieren wir den Mars und können dann in unser eigenes Sonnensystem vielleicht wieder einziehen, nachdem die Erde so ein schlimmes Schicksal erlitten hat. Ja, okay, das machen wir dann da. Wir haben ein bisschen eine Negativbilanz bei den Konsumgütern. Das sollte aber nicht so das Problem sein. Wir gucken mal auf unsere Planeten. Wir haben jede Menge Gebäude, die wir bauen können. Ach, guck mal, das ist hier. Das ist hier auf New Earth, das ist eine Industriewelt. Das ist eine Reliktwelt und die bauen wir gerade zu einer Ökumenopolis wieder um. Das dauert noch 17.
Das dauert noch ungefähr 6 Jahre. Da haben wir hier ein Habitat. Ein Forschungshabitat, okay. So, bauen wir hier mal ein paar von den guten Gebäuden hin. So, und hier, das ist ein Reaktorhabitat. Da können wir eigentlich hinbauen, was wir wollen. Aber momentan gar nichts, weil wir haben zu viel von unseren Mineralien verkauft. Okay, soweit geht alles voran. Mal schauen, wie weit das mit unseren Schiffen ist. Die können wir alle mal upgraden. Und dann wollten wir demnächst anfangen, ich glaube, ein Weltwunder zu bauen oder so eine Megastruktur. Dank des Geschicks unserer Gesandten ist es uns gelungen, einen Gefallen bei einem Tok'Star Dynasty zu erlangen. Okay. So, was passiert denn da? Ratsdenunzierung Hismar State. Ich glaube, das waren welche von denen, die ich auch nicht mag, ne? Der Galaktische Rat kann einen Beschluss vorschlagen, der ungebetene Mitglieder der Galaktischen Gemeinschaft denunziert und sie für alle Sanktionen, die verabschiedet wurden, anfällig macht. Solch eine Macht wird gewiss nie missbraucht werden. Effekte hinzufügen des Modifikators denunziert. Minus 25 diplomatische Bedeutung. Okay, das unterstützen wir mal. Cool. New technology discovered. Und wir haben synthetische Roboter. Also wir haben jetzt quasi, wir können uns Menschen bauen. Limbo, technologische Fortschritte. Nach den jüngsten Fortschritten der Robotik glaubt die wissenschaftliche Gemeinde auf Talassa, dass wir synthetische Körper herstellen können, die ausgefeilt genug sind, um höheres neurologisches Bewusstsein zu unterstützen. Wir können die neuralen Muster, die wir vor einiger Zeit aus dem Alien-Bunker geborgen haben, in Roboter übertragen und die Aliens damit quasi wiederbeleben. Sagen wir mal, es ist ein Versuch. Situation Log updated. So. Das machen wir erst, wenn wir eine von den Welten wiederhergestellt haben, weil ansonsten, glaube ich, kann das passieren, dass sie irgendwie einfach abziehen und sich in einem anderen Reich ansiedeln. Aber ich finde das eigentlich sehr interessant, wenn die sich bei uns ansiedeln würden. Darum gehen wir mal auf Antares. Antares ist wo? Da. Und ist, nee, das ist nicht die Welt, das ist die Welt. Und terraformieren Antares auch. Wie lange dauert das? Knapp, ja, ein bisschen mehr als 15, 16 Jahre oder so. Wir haben schon auf sehr schnell gestellt, das ist schon mal gut. Ja, dann, oh, Sterntorbaustelle errichtet, sehr gut. Das ist unsere erste Sterntorbaustelle, oder haben wir schon welche? Ich bin mir gar nicht sicher. Fehlen 6.000 Geld und 2.500 Alloys. So, also das Geld sollte nicht das Problem sein. Wir haben hier 10.000 von den Kristallen, die wir momentan nicht brauchen. So, und hier, das ist auch nicht das Problem. Ach, verdammte Axt. Okay, dann müssen wir ein paar andere Sachen auch noch verkaufen hier. So. So, da haben wir hier schon. Ja, wir haben hier schon ein paar, haben wir schon fertiggestellt. Ich sehe gerade. Es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Okay, also wenn wir hier eine haben, das ist hier direkt an der Grenze, das ist gut. Die nächste sollten wir dann im Baltik-System haben. Und im Sol-System baust du auch gerade eine? Ja. Da brauchen wir noch mehr
Alloys, okay. Es wird alles sehr teuer gerade. So. Können wir die verkaufen? Die brauchen wir eh nicht, ne? Jetzt verkaufe ich auch noch Alloys, verdammt. So, okay. Hier haben wir noch 4000. So, ich glaube, das reicht gerade jetzt. So, und damit wir auch diesen Cluster hier angebunden haben, müssen wir hier am besten auf Phagis oder gleich auf Antares, wo wir ja den neuen Planeten haben, auch eine bauen. Aber auf Phagis haben wir ja jetzt schon. Was ist hier? Nichts weiter. Okay. Auf Phagis haben wir ja jetzt schon einen Planeten, darum bauen wir erstmal da eins. Okay. Wenn wir demnächst dazu die New ganzen technology Sachen haben, die discovered. wir brauchen. Jetzt haben wir Verwaltungslimit erhöht, das ist gut. So, jetzt haben wir jede Menge Resortwelt. Das ist sowas wie bei Star Trek Risa, also diese Welt, wo alle Urlaub machen. Das ist dann quasi eine Welt, die für alles andere dann relativ nutzlos ist und halt nur Tourismus hat. Das verbessert die Stimmung von allen Leuten im ganzen Sternreich quasi. Ein Leistungsverstärker, der macht unsere Anführer besser. Das ist quasi ein genetischer Verstärker für die Anführerkaste. Dann haben wir Mega-Schiffswerft. Das ist eine riesige Schiffswerft, die wir irgendwo ins All stellen können und die dann Schiffe bauen kann. Also ich weiß nicht, ob wir die gerade brauchen. Wir sind hier. Haben unser Limit zwar noch nicht ausgeschöpft. Wir erhöhen einfach mal die Flottenkapazität, wo wir dabei sind. Alle anderen Sachen werden uns später auch nochmal angeboten. Oh, da ist er gestorben. Und zwar unser Anführer von der Flotte. So, da haben wir einmal unseren Olive Bulb, ein Nubaol. Dann haben wir Pavel Ulanov, das ist ein Mensch. Und Tabajirk, das ist eine Rescheti. Mal gucken, wer ist am New jüngsten technology hier. discovered. Du bist am jüngsten, aber ich habe nicht genügend Geld, um den anzuheuern. Oder die. Das ist. Was ist das? Trockenes Klima, Jim Karanek. Gefallen erhalten, achso. Und ein weiteres Sterntor ist fertig, hervorragend. So, neue Forschung, mehr Energiecredits und hier. Machen wir mal, dass Schlachtschiffe schneller fertig werden. Okay. So. Das hier ist eine Minenwelt. Das heißt, hier könnten wir vielleicht mal Fleet upgraded. eine Zivilindustrie bauen. Und immer noch nicht fertig. Hier sind aber schon eine Menge Leute drauf. Das ist schon mal sehr gut. Die hier hoffentlich. Hier sind noch nicht so viele zugange, aber ein paar Forscher sind hier schon zugange. Habe ich hier. Was habe ich denn hier überhaupt für Forscher? Achso, die sind hier. Okay. Wir können eine neue Tradition aussuchen. Was nehmen wir denn da mal? New technology discovered. Okay, unnachgiebig. Mal gucken, das muss ich mir genau angucken, weil jetzt wird es langsam. Also Dominierung könnten wir nehmen, dann hätten wir bessere Anführer, ein Hauptstadtgebäude, wo Leute drin wohnen können und unsere. Unsere Vollstrecker produzieren Einigkeit, was merkwürdig ist. Also die Leute lassen sich von der Polizei inspirieren scheinbar.
Und hier längere Schichten erhöht die Ressourcenproduktion. Das heißt hier längere Arbeitstage. Das ist nicht meins. Merkantil hätten wir Büroangestellte produzieren einen Handelswert. Das klingt nicht schlecht. Wo wir bald die ganzen Sternentore haben, klingt das gar nicht schlecht. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Gebäude in Wirtschaftszonen stellen einen Kaufmannjob zur Verfügung. Ringwelthandelssegmente und Habitat-Handelsdistrikte stellen ebenfalls Kaufmannjobs zur Verfügung. Okay. Warte mal, was war das hier? Schalte die Handelsrichtlinien verbraucherorientiert und Ideenmarktplatz frei, die es uns erlauben, einen Teil unseres Handelswerts in Konsumgüter oder Einigkeit umzutauschen. Das klingt gar nicht schlecht. Geringere Marktgebühr und höherer Handelswert. Dann haben wir Täuschung. Das ist, erhöht unsere Verschlüsselung, Codeknacken. Das ist alles hier, diese ganzen Spionagesachen, die wir hier eigentlich nicht viel machen. Und hier haben wir Vorherrschaft. Ich glaube, wir nehmen Merkantil. Das hat die besten Vorteile irgendwie. Okay. Das andere war alles so kriegsorientiert und das machen wir in diesem Spielstand ja gar nicht, weil ich mag meine Strategiespiele langweilig und aufbaumäßig. Was vielleicht nicht gerade das beste YouTube, resultiert, aber wo waren die Hisma? Die Hisma waren wo? Die waren da oben, ne? Ja. Das sind die Hisma. Die mögen mich einigermaßen sogar. Habe ich noch Leute übrig? Habe ich noch Botschafter übrig? So, also New das. Technology discovered. Das gefallenes Reich. Die Hisma sind ganz oben, okay. Und die sind quasi sowas wie China oder die Sowjetunion. Das sind irgendwie das stärkste Reich hier und keiner mag die so richtig. Sialon Order. Und ich bin an dritter Stelle. Naja, das ist schon ganz okay. So, was können wir denn jetzt mal? Befehlslimitflotte können wir unsere Flotte. New Technology discovered. Paradieskuppel machen wir mal, wenn wir jetzt schon nicht den. So, Dings gemacht haben. Der ist hier schon, ne? Ja. Gut, dann können wir mal gucken, ob wir hier nicht auch ein Sterntor System surveyed. Sehr schön. Und er ist bald fertig. Okay. Und hier auch. Können wir uns tatsächlich beides leisten. Das ist ja großartig. So, was haben wir hier? Feuerrate, Anführerverbesserung, Bewohnbarkeit, tote Welt. Wir haben keine toten Welten hier, also wozu bräuchte ich das? Einflusskosten, Ansprüche und das gilt leider nicht für die Erde, weil die ist nicht tot, die ist zerstört. New technology discovered. Okay, warum nicht? Und hier... New technology discovered. Passen hier noch Schiffe in unsere Flotten? Ja, jede Menge. Die sind alle in Sol. Habe ich nur eine. Okay. Wir machen mal was ich eigentlich ungern mache, weil das führt zur Unübersichtlichkeit. Wir gehen in den Flottenmanager. Und passen unsere Flotten an. So, 90 von 120. Wir haben hier Schlachtschiffe. Wir können Titanen bauen hier. Dann ist die Flotte immer noch nicht voll. Also bauen wir nochmal ein Schlachtschiff dazu. Und so, dann ist die Flotte voll. So, und hier können wir uns den schon wieder leisten hier? Ja. So, hier könnten wir auch vielleicht einen Titan dazu machen. Zwei sogar, okay. Und den Rest machen wir mit Kreuzern voll. Soweit geht's. So, und dieses hier.
Da fehlen so viele Zerstörer und... So, das sollte reichen. Jetzt haben wir die drei Flotten zumindest so gemacht, dass sie, wenn sie voll sind, sind sie voll. Und wenn wir jetzt hier auf Verstärken drücken, das kostet uns, haben wir sogar gerade, dann baut er die Schiffe, die dazu notwendig sind. Und das können wir jetzt nacheinander machen mit den Flotten. Und dann haben wir unsere Flotte ein bisschen verstärkt. Ratswahl, okay. Vielleicht, oh, ich bin sogar im Überlebensrat. Okay, kann ich hier noch Gesandte zuweisen? Ja, ich habe, Sean Kyle ist gerade frei. New Technology discovered. Sean Kyle ist der Einzige, der frei ist. Eine neue Technologie, wunderbar. Das geht ja wie am laufenden Band hier. Interstellare Versammlung. Wir wollen mal anfangen hier mit ein paar Verstärkungen im Transit. Ja, ja, ist okay, ist okay. Das lasse ich alles mit zu. Und noch ein Sterntor errichtet. Und noch ein Sterntor im Sol-System. Sehr gut. Okay, das bedeutet, wenn wir jetzt die Handelsrouten uns anzeigen lassen. Naja, nicht überall, aber hier ist zum Beispiel schon mal von Gruno eine Handelsroute, die jetzt direkt an den Piraten hier vorbei zur Erde, wo unser... wo im Grunde genommen immer noch unser Haupthandelsplatz ist, warum auch immer, führt. So, und das bedeutet, wir bekommen jetzt schon ein bisschen mehr Gold reingewinnen. Monatlicher Handel, 248 Energie, das ist ziemlich gut. Tja, und ja, das hat alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wie geht's denn unseren Nachbarn? Also Hifna mögen mich nicht. Da habe ich auch jede Menge Welten geclaimed schon. Es könnte mal wieder Zeit für eine neue sein, aber ich habe den Einfluss leider nicht. Ach ja, der Einfluss, den brauche ich momentan gerade, um die ganzen Sternentore zu bauen. Ja, ist logisch. So, also hier baust du und im Antares-System... Nee. Oh ja, hier, der baut noch gar nicht. Okay. Und da fehlen auch noch Einfluss dazu. Okay. Dann bleibt er hier erstmal stehen, kann er dann später machen, aber da habe ich auch kein. Da habe ich auch nicht so richtig ein System mit Welten drin. Oh, 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 oh. Das nicht gut, dass wir plötzlich zu wenig. Fleet upgraded. Ökumenopolis, New Earth umhüllt. Umhüllt. Seit unzähligen Generationen haben die kalten und leeren Ruinen von New Earth geschlummert und als leise Symbole eines goldenen Zeitalters gestanden, das vor Äonen abrupt endete. Doch dies hat nun ein Ende. Also das Enden hat ein Ende. Die planetenumfassende Stadt ist endlich wieder auferstanden und ihre verfallenen Ruinen erneut lebendig. Wenn möglich, wurden bestehende Gebäude und Infrastruktur repariert und wiederverwendet. Wo der Schaden zu groß war, wurden die Trümmer und Ruinen weggeräumt, um Platz für einen Neubau zu ermöglichen. Beeindruckend. Okay, dann schauen wir uns das mal an. New technology discovered. Okay, das ist... Das ist die falsche Welt. Wo ist New Earth? New Earth, New Here. So, das sieht doch alles schon sehr schick aus. Jetzt haben wir hier drei Gießerei-Arkologien, die machen uns Legierung. Und zwei Fabrik-Arkologien, die machen uns Konsumgüter. Und da könnten wir noch ein paar mehr von bauen, weil die brauchen wir gerade. Und was wir dann hier auch machen können. Sterntor-Baustelle, richtig. Okay, das ist. Stopp. Okay. Dann brauchen wir mehr Geld wieder. Können wir hier nochmal... So, reicht das? Nein, reicht nicht. Also verkaufen wir nochmal 1000 davon. Jetzt reicht das. So. So, also auf Phagis und dann können wir in Antares. Da kommt die nächste Welt dann hin.
und vielleicht dann auf Sahara. Auf Baltik, ja, da haben wir auch noch kein Geld für. Gut, also wir wollten auf New Earth, wollten wir noch ein paar hiervon bauen und Entertainer können wir auch gut gebrauchen. Gut, das soll erstmal reichen. Und oh, Piraten, wir müssen uns darum kümmern. Technology discovered. Da sind Piraten, okay. Das ist, kommt uns ja gerade recht. Da können wir dann eine von den Flotten. Diese hier zum Beispiel dahin ziehen und die Piraten abschießen. Fertig, aus. So. Goodie. So, was können wir jetzt? Kommandozentrum, Befehlslimit, Bewohnbarkeit, warum nicht? Oh, noch eine. So, Baltik, Atlantik haben wir auch noch keine, ne? Nee. Sogar das größere System, okay. Dann schauen wir mal, wo wir da noch Geld herkriegen. Und ein wenig Herb. Brauchen auch noch ein wenig Legierung. So, das sollte... Nein, schon wieder nicht genug Geld. Okay. Das sollte reichen. So. So, der weiß, wo er hin soll. Alpha Centauri und Bernhard Stern könnte man jetzt auch noch einen Sterntor bauen. Aber das ist nicht so dringend. Hier haben wir schon. Gut. Gesandter Olive Shoot ist unerwartet im Alter von 129 Jahren gestorben. Sehr unerwartet, wie ich fürchte. Ach, hier bist du. Okay. Warte mal, kannst du nicht hier Wurmloch erkunden? Engaging Hostile Station. Oh, verdammt, jetzt haben wir gar nicht mitbekommen. Jetzt haben wir gar nicht mitbekommen, wie die Piraten zerstellt wurden. Nach Regulus, gucken wir mal nach Regulus. Technology discovered. Wo ist Regulus? Da hinten. Ach so, da darf ich nicht rein. Okay. Verdammt, das wäre so schön nah dran. Tja, schade. So, dann nehmen wir mal das mit den Büroangestellten, die zusätzlich handelswert. Wir haben jetzt 165. Mal gucken, wie viel das gleich ist. 165 Geld. Wird das mehr? Wird das mehr? Ja, es wird mehr. Gut. So, hier bauen wir Kempler und hier wachsen Rescheti momentan. Können vielleicht zwei, drei Farmer hier hin umsiedeln. Wo haben wir Farmer? Auf Thalassa haben wir bestimmt Farmer, oder? New technology discovered. Okay, der Nubaul kann nichts anderes machen, oder? Ein Stück Keschi. Die machen bestimmt gerne was anderes.
Ortungsimplantate. Fortschritte auf dem Gebiet der subkutanen Implantate können detaillierte Informationen über Bewegung und Handlungen der Implantatsträger liefern. Das weiß noch nicht genau, wozu wir das brauchen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal und meine Uhr piept. Das heißt, es ist schon wieder eine halbe Stunde um. Das heißt, bis nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, Solaris Frucht nach vorn. Flucht nach vorn und so weiter und so fort. Und abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar, was auch immer. Und bis denn. Und tschüss.